liebe Sandhocke-Nudel-Dudels, hier sind wir wieder mit Kitty Fred, der hier ja sein Katzenleben auslebt. Das sieht ja schon ganz merkwürdig aus. Naja, gut. Hey Macchiato, ich bin keine Katze, bitte nicht jagen. So, gehen wir ein bisschen hier, ne? 17. Teil vom 18. suchen. Auch du, mein Freund. So. Such uns mal ein bisschen Wasser zusammen. Ja, Macchiato ist sowieso wieder ganz woanders. Ich muss meine eigene Katze spielen hier. Nemo, du hast schon verstanden, dass du eine Aufgabe hast. Ja. Ich vermute es mal. Eieiei, so, was haben wir denn hier noch Schönes? Kalksteinziegel. Wie immer. Ja, ansonsten. Tomatenfisch. Ach, schon wieder? Das hat die denn alle mit diesem Tomatenzeug immer. Okay, so, heute hat Grace Geburtstag. Okay, und der Vertrag mit unserem magischen Spiegel fällt auseinander hier. Wobei man von Spiegel ja gar nicht mehr so reden kann. Und das... So, warte mal. Hey, hau noch nicht ab. Kann ich den Vertrag eigentlich auch direkt so hier verlängern oder so? Ne, geht nicht. Wetter ist absolut langweilig, wie immer. Okay, es gibt nie mehr Regen. Einen einzigen Tag gab es Regen in diesem Spiel. Und das war dann eine groß angekündigte neue Wetteränderung. Ja, Wahnsinn. Da muss ich auch mal sagen, liebe Entwickler, das war Quatsch. So, von Cooper, was hat der mir jetzt geschrieben? Der Bleistift-Typ. Okay, wir kriegen wieder ein bisschen Fleisch. Ja, why not? Da habe ich jetzt nichts dagegen. So, was wollte ich sagen? Grace hat Geburtstag. Das können wir jeden schönen schenken. Wahrscheinlich wieder... Ich habe ja noch ein paar Dolche und so ein Kram. Vielleicht wäre das das Beste für sie. Ich benutze ja die... Was möchte die denn eigentlich noch hier? Chromium-Pickhammer könnte ich eigentlich auch mal loswerden. Haben wir denn noch hier irgendwas? Hatte ich nicht mal irgendeine Waffe gemacht für sie? Doppeltor oder sowas? Naja, gucken wir erstmal. So. Laden ist eröffnet, Leute. Rabams. Ich weiß nicht, dieser Look. Es ist doch ein bisschen seltsam irgendwie. Was könnte man denn, ja. Alloy Heavy Sword. Das Schwert ist das nicht für... Ja, das müssen wir eh für ihn machen. Und er möchte noch sein Holz haben. Na gut, machen wir erstmal das Ding. Das können wir jetzt machen. Wir haben alle Zutaten. Schwapp. So. Das ist mit dem... Das können wir machen. Okay. Haben wir genauso noch so viel Holz übrig. Das dauert noch hier. Ja, bis das wächst. Das ist auch nochmal. So, haben wir hier noch was Neues drin? Nee, okay. Gut, dann müssen wir nochmal gucken, was wir jetzt hier noch machen können. Vielleicht eine Bratpfanne wäre natürlich auch was für sie. Denke ich. Obwohl sie jetzt nicht so wirklich die Königin des Kochens ist. Man muss mal so ausdrücken. Aber vielleicht braucht sie das mit dem Essen auch immer für als... Weiß ich nicht, um als Foltermethode oder sowas. Da bräuchte ich, was, da brauche ich Holz für? Okay. Alte Sturmgewehr. Das einzige, wofür ich meine Metallspule auch brauche. Warte mal, hatte ich nicht irgend so ein Dings hier in meinen unzähligen Kisten? Den hier noch auf dem Krempel. Warum habe ich alte Teile drin? So. Ein bisschen sortieren hier. Diesen Karauschen, weiß ich auch nicht, ob man damit macht. Wäre das was für sie? Eine Kochzutat? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine ist, dieses komische Fischding. Ja, Knochenhalskette haben wir auch noch. Das Ding, ja, wäre auch gut zum Verschenken, denke ich. Das muss jetzt hier auch nicht drin sein. Da haben wir auch noch was Überflüssiges. Die Auskrempel. Feine Holzreste, die könnten wir auch noch mal
recyceln. Was hat denn wir ein Ding? Achso. Ach, da haben wir auch noch zwei Orchideenohrringe. Puh. Flöte. Hm. Essensreste. Boah, warum habe ich die? Das ist Steindolch. Ja, das wäre natürlich möglich, aber das ist unterste Stufe eigentlich. Wenn ich mit Steinwerkzeugen mal hier ankomme, ist das wahrscheinlich, da können wir auch mal was schenken, oder jemand. Eine Beleidigung für die und der holt dann direkt den Hammer raus. Das ist auch nicht so gut. Hier habe ich die ganzen Lupen. Ah, ja. Komm, wir nehmen mal eine mit. Als die gute Vivi mal wieder in eine Lupe sucht. Und ich hat Chili wieder geklaut. Nee, ich dachte, ich hätte mal irgendeinen Speer doppelt oder sowas. Da muss ich den. Hier habe ich auch noch eine Eisenaxt. Herrgott, ja. Das wäre noch ein gutes Geschenk für mich an. Dann werde ich auch weg. Das Ding. Hier den Froschtrödel. Können wir auch mal wegtun. Ja, noch so ein Ding. Mein Gott. Haben wir das Jackmelhorn, Diamantring. Wir haben eine komplette Schmuckabteilung, haben wir hier noch rumliegen. Eieiei. Dann Essential Spear. Das wäre doch was. Stufe 40. Also so blöd ist er noch nicht mal. Also nicht so blöd wie dieser Helm jetzt hier, aber den wollen wir jetzt nochmal oben. Nee. Nee, das so. Nee, lieber oder hier den komischen Motorradhelm mit Flügeln. Nee. Nee. Ich weiß es nicht. So. Aber wir hatten jetzt ja hier winddichtes Tuch gemacht. Dann können wir zumindest diesen Rest von Kitty Kitty Dingsbums mal hier fertig machen. Kitty Duster. So, da fehlt, oh, da fehlt noch winddichtes Tuch dreimal. Ja, ich dachte, ich hätte das gemacht. Ist das für irgendwas verplempert? Kann das sein? Winddichtes Tuch. Wo ist denn das hier? Ach ja, ich hatte kein Sisal mehr. Stimmt, ich habe mir Sisal geholt. Bin nochmal rüber geritten in dieses verseuchte Gebiet und noch ein paar Bäumchen gefällt. Ja, komm. Oder braucht man das so oft? Hm. Da geht aber ganz schön viel für drauf, muss man sagen. Na gut. So, dann machen wir mal dieses Ding. Dann machen wir unseren Kitty Duster. Dann machen wir unseren kompletten Kitty Duster. Warum hast du das, Anfred? Der Blinde hat dir das denn aufgesetzt? Das sagt aber auch nichts, der Junge. So, er ist halt schüchtern. So, dann. Oh, Coco ist auch hier. Hallo? Coco! Ja, komm, du kriegst mal wieder ein Geschenk, weil du so brav bist und wenigstens regelmäßig wiederkommst, nicht wie diese Katze. So. Ach, komm, mach einfach Pause. So, leg dich hin, setz dich auf den... Was immer du machst. So. Sollte eigentlich nochmal einen Sanderkuder trocknen. Ach ja, so, was war das nochmal? Was wollt ihr haben? Tomaten... Fisch. Hm. Gucken wir mal. Tomatenfisch. Die saure Schweinerippchen. Also die bringen ja ordentlich 5% Ausdauer wieder. Die lohnen sich echt, wenn man die Dinger macht. Hm, nee, das ist fleischgefüllter Pilz. Können die auch maximal nur 4 machen? Nee. Dafür habe ich zu wenig. Sandbeeren-Zongsi bringt auch noch mal ein bisschen was. Aber nur das Feine, das ist das Normale. Das bringt nicht so viel Ausdauer. Bringt mir jetzt so auch nichts. Dann Sachen sind mir viel zu viel auf Kämpfen ausgelegt. Hier mal den Tomatenfisch. Ja, 2. Das ist Chili-Sandreißen. Seit wann habe ich die denn, okay? Fahrenheit Sauerfisch. Mhm. Okay, wo habe ich den hier? Masch, getrocknetes Steckrüben. Bringen die nochmal. Haben wir 20 Ausdauer. Naja, ist jetzt auch nicht so riesig viel, ne? Ja, vielleicht mag das mal jemand. Das machen wir mal. So, weil auch nochmal gut ist, wenn es jemand Ausdauer braucht, dieses feine Mushroom, faules Cake. Es bringt 4 alle 2 Sekunden. Die meisten haben hier nur 1 oder 2 Punkte alle 2 Sekunden. Nur, das ist, finde ich, ein bisschen sehr teuer, weil man braucht diese blöde Zistanche. Die findet man ja kaum mal. Also Eier und Pilze, okay. Aber das Zeug hier und dafür stundenlang in der Wüste rumreiten, das ist mir noch ein bisschen... Das ist mir in der Gegenwart dann wieder drum zu wenig.
Ja, Fisch, okay, müssen wir auch wieder angeln. Habe ich jetzt einfach nicht so einen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das Holzding ist hier fertig. Das Tal ist auch gleich fertig. Okay, dann können wir auch noch ein bisschen warten. Zumindest schon mal was zum Ausliefern. So, und dann haben wir bald unseren Geburtstag. Hey! Und der von Burgess. Hier ist wieder der Tag der hellen Sonne. Da fallen uns hier Sachen auf den Kopf. Sehr schön. Und nächsten Monat ist der Tanzwettbewerb. Den werden wir natürlich auch wieder rocken. Ist ja wohl klar. Okay, hier haben alle möglichen Leute wieder Geburtstag. War schon ewig keine Post mehr gekriegt. Ich hoffe, dass, wenn das Spiel fertig ist, hier die Vollversion rauskommt, dann ändert sich das wieder. Was ist denn hier? Ja, du. Krieg ich wahrscheinlich 60 Briefe nachträglich, weil die alle stecken geblieben sind in der Post. Ja, miau. Was machst du hier? Ja. Können wir dir denn nochmal Leckeres geben hier? Magst du sowas? Sennenschlangen? Weiß ich nicht. Probieren wir mal. Ah, plus zwei. Naja, nicht ganz so. Mäuse gibt es hier leider nicht. Und Dackel, was immer jetzt vorhat. Also, komm, kannst nicht sinnlos rumlaufen. Das ist immer eine gefährliche Sache. Kommen die auf dumme Ideen. Kalksteinziegel müssen wir gucken. Habe ich wahrscheinlich wieder zu wenig Kalk. Das ist auch immer so ein ewiges Mangelprodukt hier. Ihr kriegt aber auch nie genug davon. Ja, wegen anderer Kram. Den hat kein Mensch bisher jemals einer gebraucht. Ja, das ist immer wieder so ein Suppentopf, wäre vielleicht auch noch was für Grace, aber ja, muss jetzt nicht sein. So. Sehen, ob das Ding für. Oh, Quatsch, Owen. Für. Läuft denn da hinten rum? Und da läuft Vivi rum. Okay. Das jetzt bald fertig ist, noch 4, 3, 2. Eins. Zack. So. Da war ja nur normale Qualität, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Der ist damit zufrieden. Gut. Läuft jetzt hier alles rum. Und hinten ist Vivi. Was hier mal rumgeht. Was ist das hier? Morgen. Okay. Ist ja gar nicht mehr morgen. Hey Vivi, was machst du denn hier? Kind, wenn ich dich ansehe, dann sehe ich ein weiteres Mitglied unserer Familie. Was? Wenn du irgendwas brauchst und ich meine irgendwas von uns, dann zögere nicht mal zu fragen, hörst du mich? Ich dachte schon, ich wollte mich mit Heidi verkuppeln oder so. Eieiei. Komm, wir haben noch nie Hund, Katze, Maus gespielt. So, jetzt zeige ich mal, wo der Hund den Hammer hängt. Wie hieß das? Die Katze, die Schlüssel hat. Oh, ich mache mich gerade fertig hier. Okay, gut, die ist eine gute Kartenspielerin. Plus zwei nochmal, okay. Rumläuft. Aber dieses komische Glitzern hier scheint wieder weg zu sein. Oder ist es wirklich nur nachts? So, spiel mal Fred die Eisenbahn hier. Rennt denn da rum? Nemo. Was macht denn der bei der Eisenbahn? Man weiß es nicht. So, boing. Auslieferung beginnt. Dann fangen wir mal an. Und versuchen mal Grace zu finden hier auch irgendwo. So, Blümchen, auf geht's. Und ein Mitarbeiter, zu dem man sagen kann, du Kamel, und er ist nicht beleidigt. Das ist Blümchen. Hey, Unschuhe, apropos. Was machst du beim Kamel? Naja. You know, if you're thinking of joining the Civil Corps, I don't think it'd be right if you served under me. Beide Stellvertreter von wem? Von der Katze? Ach, Unschuhe. Soll ich hier nochmal? Ja. So, wo steht der jetzt da? Achso, ich dachte. Warum stehe ich jetzt nicht meinem Kamel? Das war merkwürdig, okay. Aber ein interessanter Fakt. So, war hier nicht irgendwo else hier rumlaufen? Ich glaube, da hinten ist so ein kleiner Strich mit roten Haaren, ja? Na gut, das ist mir jetzt zu weit weg. Liefern wir schon mal an unseren Sheriff aus. Brems! Läuft er jetzt weg? Hallo? Hier, erstmal Zahnemann und Söhne, mein Freund. Hier ist dein
Hackmesser. Ja, das ist gutes Zeug. Nochmal vielen Dank, Handwerker. Wir sehen uns bald wieder. Das fürchte ich auch, ja? Ob noch plus 15. Also, Unschuss an unserem kleinen Museum. Schön, haben wir nochmal 2807 verdient. Das war gar nicht mal so schlecht. Hey, Katori! Okay, ja, dann schreib ihr aber nicht von mir. Nicht, dass die noch denkt, ich werde der Schwiegersohn. Hier hast du nochmal eine schöne Kette. Halbwegs. Okay, das war jetzt auch nicht so doll. Und naja, so, Avio. Was macht er hier wieder? Hallo, Avio. Er hat auch wieder Geld. Irgendjemand hat dich aus Versehen eingekauft. Okay. Könnte mir auch nochmal was verdicken. Den brauche ich auch nie mehr, ne? Der bringt aber nichts. Okay. Schießspitzhammer. Diese Chromdinger, okay, die würden was bringen. Dann ist er wieder pleite. Das ist dann der Nachteil. Hm. Die Eisenaxt, die schenken wir mir an. Das ist, glaube ich, ganz gut für die. Und guck mal, der Sandakudo bringt auch was. Wenn man davon 10 verkauft, hat man 580. Gut, ist auch gar nicht mal so eine schlechte Einnahmequelle. Ach, ich habe noch einmal Hundefutter. Hm. Mal verticken. Oder alles unserem kleinen Nemo geben. Gut, das verschenken wir, das verschenken. Heute ist der große Verschenketag wieder. Die Lupe behalte ich mal. Jo. Und die anderen Sachen bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Ja, so viel bringe ich jetzt auch nicht. Das Werkzeug, okay. Wenn ich mal dringend Geld bräuchte, könnte ich das alles verkaufen. Habe ich nur eins von, okay. Hm. Dann gibt es Mians Nia Satchel. Warum heißt das jetzt so? Das darf ich auf keinen Fall verkaufen. Wo habe ich denn die hier? Bittere Bohnenkuchen. Habe ich die mal gemacht? Hm. Nee. Gut, dann lassen wir das mal so. Aber wir haben ja letztens bei ihm eingekauft. Die bräuchte ich jetzt so nix. Denke ich mal. Ich glaube, die hatte ich letztens nicht. Grüne, oder? Lass ich mal das Rezept vielleicht kaufen. So, denkt der hier. Ja, ich schmeiße hier nichts auf die Straße. Das machen die anderen Leute hier. Ich halte die Straßen sauber. Diese Flegel hier. Was ist, Pablo? Hallo, Pablo! Ein Jadearmband. Hm. So was habe ich nicht. Habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Hier ist Schurf. Hier Nackmel-Armbänder. Ja, so was. Aus Horn. Die Dinge habe ich. Aber Jade. Ich habe haufenweise Ketten gekriegt in The Breach. Aber sonst. Ah, da hinten ist Cooper. Hm. Okay. Gut, gucken wir mal, ob wir mich anfinden. Dann können wir hier schon mal dieses Eisending um die Ohren hauen. Hallo, Hewitt! Ist das nicht der Bruder von Packard? War das nicht? Mal gucken, ob die hier hinten ist. Nee. Nicht auch wieder was. Was ist das denn? Dreck. Boah. Ja, ich halte die Straßen sauber, Leute. Wieso ist sie wieder geschmückt? Für den Tag der Sonne schon? Oder hängen immer Luftballons? Oh, hier hängen Luftballons. Ah, Stargazing. Hm. So. Und schauen wir mal, ob die Gute zu Hause ist. Oh, ja. Ist ja eh nicht mehr am Arbeiten irgendwie. Porsche, ja, die haben ganz andere Standards. Da wird eh nicht mehr gearbeitet. So. Wo ist denn das Ding jetzt schon wieder? Hier, Eisenachse. Bitteschön. Plus 11. Du verschenkst einfach so Werkzeug? Ha, da hat sich jemand in letzter Zeit ganz schön ins Zeug gelegt. Ja, das ist uralt. Aber kein Problem. Hauptsache, sie freut sich. Plus 11. Wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Da haben wir Katori. Brauche ich noch Grace irgendwo. Wer hat hier wieder irgendwas? Pablo und Trudy. Hm.
Da haben wir sie ja. Ja, Katori, genau. Wir hatten aber schon das Vergnügen, also sorry. Schnell mal nach oben, bevor die wieder weg ist. Oh, da ist ja. So, hier. Tai Chi oder was? Keine Ahnung. Okay. Klopfen wir mal an. Hallo, jemand zu Hause? Oh, diese Küche wird mein Tod sein. Hm, vielleicht ist Wasser das, was ich brauche. Sag mal, vielleicht könntest du dich um einen Gefallen bitten. Ja, das wäre mir jetzt blöd. Ich kann nur einmal was schenken. Das kann man zwar auch boosten, glaube ich, dass man zwei Geschenke am Tag vergeben kann, aber das haben wir noch nicht gemacht. Was ist das Ding jetzt? Hier. So, dann bin ich mal gespannt. Happy Birthday! Viel Spaß mit deinem Mordwerkzeug. Okay, plus 5 nur. Schade, dann ist besser verkauft, hätte ich mehr Geld gekriegt. Na gut, aber wir haben dran gedacht. Ja. Dann hat das jetzt dann nichts gebracht. Guck mal, ein schönes Foto zusammen hier. Wenn so ein bisschen nach unten geht, dann können wir auch ein bisschen näher ran. Und da hinten ist Dambi am Fegen. Ist ja schön, mal anderen Leuten meine Arbeit zuzusehen. Ne? Ja. Und da läuft es schon wieder weg. Hey, bleib doch mal stehen. Hallo. Okay, ja. Ich vermisse ihren Mann auch sehr. Ach so, dann blieb hier, okay. Gut, dann haben wir die. Tja. Wasser wollte sie haben. Ja, gut, kann ich jetzt nicht schenken. Können wir aber, wenn sie es morgen noch will, morgen machen. So, dann haben wir die schon mal alle hier verarztet. Heute Mittwoch. Ja. Flup. Wir können noch mal gucken, was unser Arzt macht hier. Ob sie zu Hause ist. Im Friedhof dürfte ja heute nicht sein. Okay, andere Ärzte würden ja sagen, der Friedhof ist nur wegen mir angelegt worden. Da ist er ja. Hey, Xi! Ich werde Gemüse essen, Vogel. Pops, Cracker. Hier bitte, sehr lecker. Ja. Weiß nie so genau, mit wem, was der eigentlich gerade. Sei vorsichtig, wenn du rausgehst. Nimm die Medizin, die ich für dich vorbereitet habe. Gern. Ständig muss ich Medizin nehmen hier. Ich weiß nicht. Wie ist das mit Tee? So. Ist auch lecker. Ist eigentlich irgendwas Neues? Nee. Gut. Die zwei Vögel haben wir jetzt auch. Oder den einen oder beide. Wir sind auch beide Raben. Einer hat sich verwandelt. Man weiß es nicht. So, ihr seid merkwürdig hier. So, dann haben wir das Gröbste heute auch wieder erledigt. Dann müssen wir noch Elsie noch beschenken, wenn wir für die noch was hätten. Dann haben wir sie alle, fast alle Mädels hier beglückt. Also jetzt in dem Sinne von beschenkt. Nicht falsch verstehen. Also das heißt, jetzt tatsächlich schon geschmückt hier. So halbwegs. Ein paar Girlanden hier und da. Okay, das wird dann wohl noch. Uah, das war aber jetzt eine Bremsung. Hei, 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 okay. So, okay. Hier haben wir das Holz. Winddichtes Tuch auch. So, dann können wir jetzt hier unsere neue Uniform machen. Um das Katze uns verwandeln. Naja. 13,55 wert. Also zur Not können wir es auch einfach nur verkaufen. Da haben wir auch nochmal Geld. So, was sagt dann das Portemonnaie? 180.000 haben wir jetzt. Dann brauche ich noch 100.000, um hier nochmal aufzuwerten. Uiuiui. Puh. Männchen teurer Spaß. Dann geht die Grenze wahrscheinlich hier bis hierhin oder so. Dann können wir hier wirklich eine Pferderennbahn aufmachen oder sowas. Oder Jagdball-Rennbahn. Was ist denn hier alles drauf? Okay, ich habe alles drauf geschmissen jetzt gerade. Die Tomaten aus oder was? Oh, ein paar rein. So, ihr Hühner. Hier ist das Gras schon wieder da. Oh, nee. Coco pennt. Hier reiche ich Dünger.
Okay, Noodles Doodles steht im Futtertrog und verdaut gerade, so wie er aussieht. Oh ja, da wird gerade wieder Dünger produziert. Ja, warum nicht? Brauchen wir ja auch so. In unserem Mixer machen wir Dünger und Arzneimittel. Das ist doch. Gleicht sich alles aus. So. Oh, die könnten aber mal Wasser gebrauchen hier, ne? Gut, Wasser brauche ich mir sowieso dann als Geschenk auch noch. Hä? Dick genug Wasser? Achso, bei dem. Die Wüstenpilze. So. Sonst noch jemand Wasser? Wasser, Wasser, Wasser. Die Kartomaten. So, Kartomaten, die hat genug. Die braucht noch was. So, dann haben wir auch bald wieder genug Kartoffeln und Tomaten. So, dann haben wir das auch. Sehr schön. Kartoffeln und Tomaten brauchen wir auch. Das dauert noch 50 Sekunden. Wir brauchen noch einen. Hä? Wieso brauche ich noch ein Brettchen? Ich hätte doch 4 in Auftrag gegeben, oder? Andere noch hier drin. Nee. Oh, jetzt kommt Mian zu Besuch. Hätte ja gar nicht hinlaufen brauchen heute. Und da kommt Nemo angerannt. Okay. Ach, Coco ist auch wieder im Einsatz. Wohin des Wegs? Geh mal ein bisschen sammeln. So. So, sehr schön. Was haben wir jetzt? Ah ja. Was sagt sie jetzt? Wow, the old world was amazing. Das ist nicht die alte Welt. Das ist leider die neue. Ist sie nicht schön? Gut, ihr gefällt's. So, dann brauchen wir noch mal ein Holzbrettchen. Ist zu wenig. Ach, da ist es. Das war noch nicht fertig. Ah. Ach ja. Oh, Blümchen, was machst du denn da wieder? Macchiato, du stehst auch noch im Weg. Naja, gut, ein bisschen Katze. So, dann halten wir mal schnell rüber. Der Motor vom Blümchen gestartet ist, da bin ich auch schon drüber gelaufen. Ach, hier ist wieder was. Musikveranstaltung heute. Jodel nicht schon los? Sind die beide gerade eingefroren oder machen die so ein Ich starre dich an Wettbewerb? Okay, ja, warum nicht? Das mache ich mit Macchiato manchmal auch. So, ach, da ist er ja. Da steht man wieder rum in seinem vollen Laden. Hey, und so, hier ist mal wieder Holz für dich. Hat immer nur damit gemacht. Der baut sich irgendwo eine Ferienwohnung oder eine Datscha oder was weiß ich heimlich. Und braucht dafür dieses ganze Holz immer wieder, glaube ich. Weil hier ist ja so, was will er denn hier mit? Alter, sehr merkwürdig. Ich habe den schon so viel Holz geliefert, der könnte hier noch 2 Stockwerke drauf machen, mehr damit. Jo. So, was geht hier ab, Leute? Ah ja, jetzt. Jetzt haben sie die Noten gefunden. Hey, Justice, altes Haus. Ey, Quatsch, du bist ja Burgess. Mein Gott, du siehst immer auch so ähnlich. Was? Ja, wer immer das ist, werden wir irgendwann wahrscheinlich erfahren. Hier ist Jagdmannmilch für dich. Trink aber nicht alles auf einmal, sonst redest du wieder so komischen Unsinn. Oh, hier haben wir auch Amira. Upsi, Entschuldigung. Making art. Taking care of my brother, sipping tea with my closest confidants. This is where I find peace. Kunst machen, mich um meinen Bruder kümmern, mit meinen engsten Vertrauten Tee trinken. Hier finde ich Frieden. Doch der einzige Unterschied zwischen Langeweile und Gelassenheit ist die Perspektive. Wie siehst du dein Leben? Frage ich mich. Ja, das ist so unglaublich tiefsinnig. Okay, weniger tiefsinnig hier, Jasmine. Hey. Mit dir spiele ich am liebsten. Ich wünschte, alle wären so cool wie du. Genau, das möchte ich hören, Amira. So long, Partner. Nicht wieder so tiefsinnige Sachen. So. Eins, die wir noch nicht gesehen haben, ist Elsie. Die hört sich dann natürlich gedudelt von ihrem Vater nicht an. Keine Ahnung, wo die sich jetzt rumtreibt. Die ist ja auch zu Hause. Hier ist Trudi. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist er wirklich zu Hause.
Können wir mal gucken. So ein bisschen Hausfriedensbruch ist ja unser liebstes Hobby. Gibt es denn hier eigentlich noch irgendwas Nützliches? Ach, nee, eigentlich nicht. Hm. Gut, die können wir zwar noch auch Fleisch kaufen, nur diese fleischgefüllte Tomaten. Ja. Ich weiß nicht. Einfach die Zutaten mal kaufen, finde ich auch ein bisschen zu einfach. So. Hallöchen! Ja, guckt aus dem Fenster. Ja, kenne ich. Wenn das Ding hier nicht geht, guck mal aus dem Fenster. Was soll man denn sonst machen? Fred, wenn du was zu sagen hast, dann sag es einfach. Nick nicht einfach nur mit dem Kopf und lass die Leute raten. Ich sag das nur zu deinem eigenen Besten, weißt du? Ich beschwere mich nicht nur. Ja, ist okay. Ja, das sind schon mal gute Anzeichen für die zukünftige Ehe. So, was können wir denn hier schenken? Puh. Vielleicht ein Segenanhänger. Oder sowas. Ein Sandwurm. Obwohl, das wäre ein Köder. Sandschlange. Die ist ja eher was für unsere Meerkätzchen. Korianderomelette haben wir auch noch. Tja, was habe ich hier? Ein Kondensator? Hab ich denn den jetzt her? Dass ich mich hier rumschleppe immer. Ah, weiß nicht. Vielleicht Wasser. Wasser geht immer. So. Ach, gibt sogar plus 7. Danke, der Wüste kann man nicht ohne Wasser auskommen. Meine kleine Belle braucht jeden Tag einen ganzen Topf. Ja, okay. Immerhin. Hier? Ach, da wirft die Pfeile drauf. Die Messer. Ihr Besteck. Okay, hier. Gut. Warum nicht? Ich dachte, wir hätten ein Bild von ihrem Vater vielleicht dahinter, aber... Ach, ist er. Wo man gerade... Ja, ich war nur gerade bei der Tochter, die da ganz alleine im ganzen Haus da oben in ihrem Schlafzimmer ist. Macht ja keine Sorgen. Tschüss. So. Sehen, ob ihm das jetzt zu denken gibt. Keine Ahnung. Nun, dann haben wir für heute wieder alles geschafft. Was haben wir denn da unten? Wir haben ein Lämpchen. Wir haben Wissen angehäuft. Wahrscheinlich wieder völlig nutzloses Wissen. Oh, wir sind Sozialverhalten. Boah, wir sind so sozial, dass wir hier ein Lämpchen bekommen haben. Oh, was kann man denn hier noch machen? Also, Monsterjagd kostet 20% weniger. Wow. Uff, hier kann ich mir noch mehr Partys machen. Das ist auch... was ich dringend brauche. Also wenn ich 2000, kann ich gar nicht bei den Treppen ausgeben, weil der hat nie 2000 Golds. Der hatte jetzt hier um 1900 und. Also die, ne, das ist eigentlich völliger Hugo, was sie hier da reingebaut haben. Wahrscheinlich ist da nichts anderes eingefallen bei ihrem letzten Briefing. Was können wir denn nochmal machen? Level 3. Nee, das ist ja alles unnütz hier. Ich hoffe, diese Sachen hier sind irgendwie ein bisschen wertvoller, was sie da noch machen wollen. Das ist alles Humbug. Eine Party. Ich kann doch nicht jeden Tag Party machen. Das ist ja auch Quatsch. War das hier nicht mit denen eigentlich, dass man zwei Geschenke machen kann? Dachte ich, das hätten wir hier. Oder war das ein anderes Spiel? Kann ich auch wieder, dass ich das verwechsel, wenn man so 6-7 Spiele in der Woche unterschiedlich macht, dann kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Ja, das ist alles Quatsch eigentlich. Ja, gut, da finde ich das noch am. Vielleicht mache ich mal wieder einen Auftrag noch. Fleisch dann nicht suchen oder sowas. Dann kostet das ein bisschen weniger. Also zwei Partys reicht schon eine Party in der Woche. Das ist schon anstrengend genug. So. Und dann war's das. So, haben wir das auch wieder ausgegeben. Ja. So, Macchiato. Seht, du bist schwer beschäftigt. Jo. Au, der Kitty Duster ist fertig. Kommt hier Nemo. Ja, kommen Sie rein. Hallo? Hunde. Das weiß ich auch nicht. So. Wie sieht das Ding jetzt aus?
Huch, okay. Ich hab schon, wie sich das hier unten bewegt. Wackel, wackel. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Okay. Aber hier setzt sich dieses Muster von den Stiefeln fort. Okay. Mhm. Hier haben wir auch mal einen Ärmel, dieses Karo-Muster. Das ist schon was Spezielles hier. Was ist das hier? Ein Atemgerät oder ein Funkgerät oder was? Hörgerät? Weiß es nicht. Und wo ist jetzt dieses Fischpüppchen oder was stand da in der Beschreibung? Also Fetching Fish Doll attached on the waistband. Also am Gürtel. Also hier hängt zwar irgendwas, aber was das ist eigentlich eine Pistole, ne? Das ist jetzt so eine Handleiter, so ein bisschen dumm da drüber. Ah ja, da hängt dann die Kamera dran. So, aha, jetzt hängt hier irgendwas, vielleicht ist das symbolisch eine Art Fisch, Karpfen-Dings oder sowas. Chinesischen bringt das ja Glück. Aha, aber ganz nett gemacht eigentlich, dass man verschiedene Gegenstände hier am Gürtel dann wieder sieht. Zum Beispiel hier die Kamera. Oder dass die Pistole hier so dran gemacht ist. So die Kleidung. Und wie die sich hier im Wind hier bewegt. Ja, und oben hat er sowas rüstungstechnisch so ein bisschen. Aber schon ein seltsamer Look ein bisschen. Das soll jetzt hier Katzenliebhaber sein. Wie sieht denn das dann für Hundeliebhaber aus? Oder ein Erdmännchenkostüm hätte ich auch noch. Also, Leute, macht das doch auch noch hier rein. Kommt vielleicht sogar als DLC. Wahrscheinlich für 5,95 kann man sich dann irgend so bescheuerte Sachen noch kaufen, wie es in manchen Spielen dann auch ist. Ja, sonst hat meinetwegen machen, wer da viel Geld ausgeben möchte. Soll das tun? Das habe ich in Zillitz angehabt hier eigentlich. Das sieht auch cool aus. Mit kurzen Hosen. Ja, vielleicht sollte man die Hosen auch anziehen. Besser. Und hier was Vernünftiges. So. Jo. Der Kitty da ist da. Sehr merkwürdig. Ja, wie findet ihr den? Sieht ein bisschen aus wie meine Figur Klaus in Hogwarts Legacy. Der zieht sich auch ständig komische Sachen an, aber da bleibt dann noch nichts anderes übrig. Ja, das war's hier mit Fred, unserem Kleiderkünstler. Ich bin gespannt, was wir da als nächstes noch finden. Und jo, wir nähern uns dann dem nächsten Fest und unserem Geburtstag. Ich bin mal gespannt, was wir da als Geschenke bekommen. Und von wem und so weiter. Und dann müssen wir auch nochmal gucken, was wir mit unseren Mädels hier so machen. Elsie ist immer noch auf Rang 4 hier, sozusagen. Immer noch in. Also Owen als allerbester. Free. Das ist immer das hier. In. Also diese Übersetzung, das macht halt auch manchmal so ein bisschen wahnsinnig. Allerbester Freund. Auch allerbeste Freundin müsste das eigentlich dann heißen, aber das ist dann ein bisschen verloren gegangen hier. Im Umbruch vielleicht auch. Justice me an. Okay, im Grunde können wir den ganzen Ort heiraten, soweit schon. Hier mal alle Herzchen voll bis unschuhe, okay? Gut, ja, machen wir eine Massenhochzeit, was soll's. Dann einfach, ist doch eigentlich, wer weiß, wenn es ja Religion hier, vielleicht ist das eh erlaubt. Man weiß ja nicht. Und dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder hier in My Time at Sandhawk. Bye, bye.